Du hast auch 0. Ich habe 0. Okay. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen. Wie bekomme ich das? Oh, Brandenburg hat auch 4. Stadtbefestigung. Ich denke mal, das liegt daran, weil du auch keine Kaserne gebaut hast. Und so. Ich habe eine Kaserne. Ach so. Ich habe auch keine Truppen, aber... Ja, genau. Ja, deswegen vielleicht. Ich habe ja schon 2 Truppen. Weiß ich zwar nicht, warum ich 4 habe. Vielleicht, weil ich Speerkämpfer habe und die 10 doppelt. Das ist wahrscheinlich in 100, weil Truppenstärke habe ich da, wenn ich so eine Einheit baue, 380. Ich guck mal, ich baue mal. Und dann kann ich dir Bescheid sagen. Ich habe immerhin schon 11 von 15 Leuten. Wachstumsrate 120%. Okay. Darauf habe ich nie geachtet, auf Einberufung. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, das ist jetzt irgendwie so. Oh. Also wenig ist, greif mal an. Ja. Das macht Sinn. Warte mal, Worms ist Deutschland. Erfurt ist auch Deutschland, kann ja alles nicht angreifen. Okay, aber nachher genau gesagt, keine neuen Gebäude reingerichtet haben. Beschweren die sich, dass ich jetzt nicht genug baue, oder was? Was bauen wir denn? Kirche? Marktplatz. Oh, Marktplatz. Ich habe noch keinen Marktplatz, Junge. Worms ist Deutschland, Erfurt ist Deutschland. Ja, ist alles so ein bisschen dünn hier. Das ist natürlich schlecht für dich. Augsburg, musst ja, aber Bayern hat mehrere Städte. Dann Meißen wohl, hm? Kommst du nicht ran? Wieso? Oder ich weiß nicht, ob man eine Landesgrenze haben muss. Da laufen also Truppen von Prag auf jeden Fall rum. Eine gemeinsame Grenze. Muss man vielleicht nicht haben, aber weiß ich nicht genau. Die Dörfer kann man nicht ausbauen, nehme ich an. Nee, die kannst du nicht ausbauen. Ja, in dem Fall kann ich nirgendwo hin expandieren. Doch nach Prag, aber... Kannst nur nach Prag expandieren, weil du von Deutschland umgeben bist. Guck mal. Aber du kannst natürlich probieren. Einfach mal irgendwo angreifen. Ich glaube, das geht sogar. Achso, die sind jetzt schon vorhanden, die Trupps, oder wie? Ist vorhanden, die Trupps? Ja, weil... Bei dir? Ah ja, ich habe 2 Trupps irgendwie. Ja, die sind in der Stadt. Ich glaube aber, du brauchst einen Marschall dafür. Bin mir nicht ganz sicher. Ich muss jetzt gleich erstmal einen Marktplatz bauen. Also ich glaube, ohne Marschall geht das nicht. Ja, muss ich mal gucken hier. Deswegen ungünstig, wo ich da stehe. Ich hab das mal vorher gesehen. Gewusst. Du hast mir das nicht gesagt. Das ist echt asozial von dir, weißt du? Mich einfach so in die Scheiße zu reiten. Meinung Arminius 1. Ich hab nicht gesagt, dass du das nehmen sollst. Doch. Du hast gesagt, nimm das oder ich komme und kannst du Deutschland angreifen? Immer zu. Nee, ich baue das mal Marktplatz, Junge. Gleichzeitig gegen Prag auch noch. Ich habe ein Verteidigungsbündnis mit Deutschland gegen Prag, ja? Ja, siehst du, dann kannst du noch Prag locker angreifen. Verteidigungsbündnis. Ja, dann musst du Prag nur ein bisschen provozieren und dann ist gut. Dann greifen die dich an und dann verteidigen. Mhm. Dann killen sie mich wahrscheinlich auch. 13 von 15 Leute, Junge, Großstadt. Ich baue jetzt erstmal einen Marktplatz. Danach hole ich mal so einen Marschall an. Also wenn ich die Kaufen dafür habe. Mach noch einen zweiten Kaufmann. Die habe ich auch überlegt, das kostet 500. Also ich mache jetzt erstmal einen Marschall. Aber nur einmalig, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob der Unterhalt kostet. Mein Schwert gehört euch, Majestät.
Und theoretisch sollte der ja auch wieder Kohlen reinbringen, also von daher. Endlich zu Hause. Ah, okay, jetzt kann ich die Trupps aus meiner Stadt meinem Marschall zuordnen. Eine neue Konstruktion wurde auch nur ein Handelspakt, damit ich dem zuweisen kann. Hier gibt keine Stadt. Führt Armee an. 16 schicken. Charakterstufe. Ich könnte ja eigentlich mal versuchen. Warum nicht? Vielleicht ein bisschen weit weg, aber vielleicht. Ich bin nun begabter. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ja, klar. Die Kaufleute im Reich rühmen eure Taten, Majestät. Kann ich jetzt gleich meinen Händler zu dir schicken? Okay, was ist denn das? Ach, das ist Wissen. Bücher plus 3. Gut, habe ich jetzt erstmal ausgegeben natürlich. Lasst uns Handel treiben. Habe ich hier noch? Es kostet 200. Ja, ich brauche mehr Säcke, warte mal. Goldlieferung wert. Scheiße. Ja gut. Kann ich mir nicht leisten. Ja, ich kann es mir auch gerade nicht leisten, den Letz und dir zu schicken. Falls du das meinst. Ich meine das Event. So, ich habe mir erstmal einen fetten Marktplatz gegönnt. Oh. Plus 1 Geld und plus 1 Buch. Das klingt doch gut. Kostet noch nur 460. Die ich natürlich mal ansatzweise habe. So, wie viele Truppen habe ich denn da? 310. 310, das heißt, ich habe irgendwas um die 600. Von der Megre ist 830. Mhm. Oh, was hält mich davon ab jetzt? Warte mal, kann ich den jetzt nicht einfach mal... Mein Herr! Ich ziehe einfach mal los und... Bald sind wir da. Ne, ich kann über Flüsse gehen, okay. Wird gemacht. Zurück zur Burg. Okay. Also ich kann schon mal über Flüsse gehen. Mhm. Meißen hat Stabilität minus 18. Okay. So, hallo, ich würde gerne... Also, Moment. Audienz. Ich könnte einen Krieg erklären. Sie uns verlassen. Ja, also das ist Speichern so, denken wir schon. Ne? Und vorher hätte ich gerne noch mehr Soldaten. Turmsteiger der Armee. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Wie klug ist es, hier Städte anzugreifen? Naja, kann man schon machen, wenn du ein paar Truppen hast. Definiere ein paar Truppen. Ja, wenn du einen vollen Trupp hast, also 8 Stück. Okay. Mit Marschall kannst du es schon mal probieren. Ich habe Marschall mit 2. Würde ich vielleicht nicht machen. Hängt ja auch immer davon ab, was der Gegner so hat. Ich meine, Meißen hat 0. Ne? Also die haben auch 0 Arbeit und 8 von 10. Also bei dir steht auch 0, muss man sagen. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe dafür Arbeit und alles. Das hat Meißen halt so gar nicht irgendwie auch. Mhm. Da ist auch noch mal sowas oben drüber über den Städten. Aber warte mal, was haben wir denn da? 1940 Stadtverteidiger. Habe ich 1940?
Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen, Majestät. So einen vollen Trupp würde ich schon haben. Wollen. Und ausweiten. Ja, geil. Ihr werdet euer Gold nicht umsonst ausgeben. Ja, so hoffe ich doch. So, jetzt hätte ich gern nochmal die Erweiterung, dass ich mehr Arbeiter und mehr Zufriedenheit und mehr Zeug habe. Und was ist das denn jetzt hier? Delfino Team 1, also. Handels mit Königreichen, ach so, deswegen. Ich handle ja gerade. Unsere Königin hat eine wunderschöne Prinzessin geboren. Ja, geil, noch eine Tochter. Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Ein herrlicher Tag zum Handeln. Okay, jetzt habe ich bessere Handelsbeziehungen mit Deutschland. Unser Prinz kann jetzt neue Fähigkeiten erlernen. Machen wir hier Verwaltung. Dann stecke ich den später einfach hier in die Stadt, das passt schon. Wir finden eine Lösung. Ich bräuchte mehr Bücher. Ich bräuchte mehr Kohlen. Kohlen bräuchte ich. Mehr von allem, bitte. So, was hast du? Bist du überhaupt? Diesmal was doch du. Du hast 4, Stabilität minus 1. Bist du nicht mal? Nee, du bist Mecklenburg. Ich bin Mecklenburg, ja. Du bist in Mecklenburg-Brandenburg. Meißen, Possen. Ja, ist über Brandenburg, Mecklenburg. Nee, da ist Wismar. Ja, das ist die Stadt. Also. Wismar ist die Stadt. Ja, voll krank. Die Provinz heißt Mecklenburg. 5 von 6? Stahl ist ja voll für den Arsch. Gleich mal Krieg erklären. Ey. Dann hochmarschiert, dich getötet. Ach, das wäre so lustig, wenn das tatsächlich durchgehen würde. Ja, wobei, Königreich zerstören, bin ich schon weiter vorne. Weltherrscher sowieso. Sieht schlecht für dich aus. Na komm doch. Versuch's doch. Ich muss jetzt meinen Marktplatz ausbauen. Du hast einen Handelspakt mit mir. Und? Wenn du... Ich glaube, denn die anderen mögen das nicht, wenn du sowas machst. Welche anderen? Die KI. Ich weiß aber nicht genau, also... Weißt du, dir schon tausende von Stunden versenkt hat, trotzdem keine Ahnung. Rinder, ich habe auf jeden Fall Rinder. Wir haben in all unseren Provinzen Rinder. Wir haben in all unseren Provinzen Salz. Ja, geil. Metallbau ist zu teuer. Tempel? Weiß ich nicht. Fallmacher. Ein Hafen wäre doch cool. Das mache ich. Wenn es mich nur mit Schiffen angreifen gibt, so zu. Königreich zerstört. Ja, kennt man, der groß angelegte Angriff mit Schiffen von Mecklenburg an Nürnberg. Ein neuer Kreuzzug beginnt. Gegen Rom? Der Hafen ist teuer. Majestät, wir haben Nürnberg eine Verbesserung abgeschlossen. Ja geil, jetzt kann meine Stadt noch weiter wachsen auf 17. Kann ich halt in Nürnberg schlecht mit Schiffen angreifen. Wo soll ich da kommen? Über einen Fluss oder was? Ja, da ist ein Fluss da bei Meißen. Muss halt ein bisschen... Oder unten bei Regensburg ist auch ein Fluss. Muss halt ein bisschen Geschütze mitbringen. Mhm. Mit hoher Reichweite. Bräuchte ich Pfeilmacher? Stelle. Könnte ein bisschen warten, bis ich genug Geld habe und dann den Hafen bauen. Ich meine, ich bin ja in der Hafenstadt, wäre schon sinnvoll, ne?
Meinst du? Denke ich mal, verhandelt vielleicht nicht schlecht. Ja, 13 oder 17? Ach so, weil ich jetzt neue Leute gebaut habe. Das kostet Bürger, also. Dann mache ich erstmal Nahrung. Getreide. Getreide hört sich gut an. Das kostet. Ach, die sind sofort fertig, ich weiß nicht. So, ich habe ja schon mal eine Armee von 1450 Mann am Start. Alles Bauern. Sehr gut. Jetzt muss ich wieder sparen. Lage der Nahrung 400. Von 400. Stadtbefestigung 0 von 3. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Deutschland verlangt, dass wir Böhmen angreifen. Was? Das soll aber nicht machen. Wie gesagt, musst du nicht machen. Das heißt nicht, dass Deutschland dann auch mitkommt. Bloß weil die das verlangen. Ach so. Also. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Da wäre ich vorsichtig. Das habe ich auch schon mal gemacht. Da habe ich auch gedacht, oh, die kommen ja dann mit, das ist ja kein Problem. Und dann haben sie nicht gemacht. Krieg zwischen Norwegen und Mecklenburg, was soll das denn? Ey. Wieso greift mich Norwegen an? Du bist direkt daneben. Du hast einen Hafen bauen wollen? Das ist so nicht. Ich bin nicht direkt daneben. Ein Brief des Papstes bedarf eurer Aufmerksamkeit. Hallo, kann mir mal jemand helfen? Oh, ich bekomme einen Kleriker. Die Meinung unseres Klerus hat sich verbessert. Wollen den Krieg unterstützen? Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Ich habe gerade einen Kleriker geschenkt bekommen. Ja, geil. Stettin, du musst mir helfen. Ordern. Leck mich doch. Willst du mir nicht helfen im Krieg gegen... Nee, lass mal. Ich habe gerade einen Kleriker umsonst bekommen. Mit deiner Hilfe könnte ich schaffen. Das sind 3700 von meinen gegen 5071. Ein neuer Papst steht der katholischen Kirche vor. Nee, lass mal. Ich verzichte ausnahmsweise. Muss mal eine Stadtbefestigung ausbauen. Ich hab denen gar nichts getan. Also das ist das Speichersymbol, Junge. Scheiße. Bist du tot? Noch nicht. Ich bin zwar in der Unterzahl, aber... Aber dafür schlecht ausgestattet, ne? Nee. Es hält sich noch so die Waage, sag ich mal. Ja komm, gönnen wir uns mal eine Stadtverbesserung. Einberufung des Königreichs. Ach, das ist ein Wert, der steigt? Meißen, wie sieht's denn mit dir aus? Da, so, verstehe. Müsste ich da jetzt nicht irgendwie... Nee, keine Ahnung. Deutschland, willst du mir helfen? Deutschland mag mich überhaupt nicht. Wenn die mich auch nicht unterstützen. Klerus Mindeststimmen ist gerade nicht drin. Dann bleiben diese Meldungen. Seid gesegnet, Herr. Ich habe den perfekten Plan. Oh. Brandenburg ist jetzt auch ein Deutschland. Ein Königreich hat unseren Verteidigungspakt verlassen. Weiß also, der Verteidigungspakt ausgetreten. Wie gleich zerstört. Meißen? Ja. Nö. Meißen ist jetzt... Sollen wir etwas für euch bauen? Polen. Meißen ist Polen und Brandenburg ist Deutschland.
Und ich bin anscheinend gleich Norwegen. Ja gut, dass wir auf normal spielen. Ich durchquere Franken, weil es hier sicher ist. Das ist korrekt. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Unsere Stadtverteidigungen Nein. wurden verbessert. Ich habe Festungsverteidigung 1 gebaut, hätte es da auch mal machen sollen. Meine Mission ist gescheitert, aber mein Glaube ist stark. Hätte ich mal machen sollen, jetzt ist es zu spät. Das ist so wohl. Gleich zerstört. Da liegt's ja. Okay, jetzt ist das Polen. Was soll denn das? Ich kann das jetzt auch. Muss ich Bayern angreifen? Aber die haben zwei Städte. In welchem Jahr bist du überhaupt gestartet? Das früheste, was geht. Ja. Okay. 1100 noch was. Schön. Schön, dass meine Kaufleute zufrieden sind. Ja, ne? Ein katholisches Königreich wurde aus unserer Kirche verstoßen. Oh. Okay, Bayern ist exkommuniziert. Die alten Heiden da unten. Ich habe Glück, dass ich ein paar Truppen gebaut habe, aber natürlich nicht so viele wie Norwegen anscheinend. Es gab auch noch eine größere Ansicht. Also wir fangen bald wieder neu an. Wenn du unten rechts auf diese kleinen Händchen da klickst, dann kannst du die Weltkarte ein bisschen größer sehen. Politische Übersicht. Es wohl ab mit Ungarn. Okay, da sind jetzt politische Übersicht wieder. Einfach nochmal auf die Hände klicken. Oder ich glaube, die anderen gehen auch. Hab schon gefunden. Irgendwas, glaube ich, irgendwie so. Scheiße, also beim nächsten Mal brauche ich auf jeden Fall einen Verteidigungspakt gegen Norwegen. Das kann ich mir nicht leisten. Stelle sind schon geil, aber das wird nichts. Ich habe immerhin schon mal eine Festungsstufe 1. Hat einen Sachsen ist so stark, könnten wir einfach mal helfen. Aber nein.